Die PS5 Pro wurde mit einem Preis von 799 € angekündigt und ist damit einer der teuersten Konsolen und das Internet ist entsetzt. Was hat sich Sony dabei gedacht und wie überteuert ist das Ganze überhaupt? Schauen wir uns mal dafür die Pro-Version der PS4 an. Also die PS4 kam raus mit einem Release-Preis von 399 €. Die Pro-Version kam 4 Jahre später raus mit einem Release-Preis von richtig auch 399 €. Die Pro-Version hat also denselben Release-Preis gehabt, aber als die PS4 Pro auf den Markt kam, war der Preis der normalen PS4 schon auf 299 € gefallen. Also hatte man im direkten Vergleich ein Drittel mehr gezahlt für die Pro-Version. Wie sieht das Ganze aus für die PS5? Um den Preis fair zu vergleichen, müssen wir die PS5 Digital Edition nehmen, denn die PS5 Pro kommt ohne Laufwerk. Der Release-Preis der PS5 Digital Edition betrug 399 €. Damit ist der Release-Preis der PS5 Pro doppelt so hoch. Fairerweise muss man dazu sagen, dass der Preis der normalen PS5 bis jetzt nicht wirklich stark gefallen ist. Außerdem muss man auch die krasse Inflation der letzten Jahre berücksichtigen. Aber auch wenn wir alles berücksichtigen, ist der relative Aufpreis der PS5 Pro immer noch doppelt so hoch wie der der PS4 Pro. Also lohnt sich dieser Aufpreis überhaupt? Die drei Hauptfeatures der PS5 Pro sind eine bessere Grafikkarte, verbessertes Raytracing und KI-getriebene Hochskalierung der Auflösung. Also unterm Strich eine verbesserte Grafikleistung und man muss nicht mehr zwischen Performance- oder Qualitätsmodus in Spielen entscheiden. Und es soll auch die Grafik von vielen PS4-Spielen durch Hochskalierung verbessern. Aber 800 € ausgeben, um 2 bis 3 Jahre eine bessere Grafik zu haben, bis die PS6 rauskommt? Würdest du das machen? Also ich persönlich nicht! Und die Verkaufszahlen werden auch nicht so hoch eingeschätzt. Wieso macht Sony das trotzdem? Es gibt gute Gründe dafür. Erstens, Aufmerksamkeit. Sony bringt alle 6 bis 7 Jahre eine neue Generation raus und neue Versionen zwischen diesen Jahren sorgen für Aufmerksamkeit. Zweitens, Decoy-Effekt. Dadurch, dass die Pro-Konsole so viel teurer ist, erscheint die normale PS5 viel erschwinglicher. Drittens, Marktdaten. Sony kann mit wenig Risiko testen, wie viele Leute bereit sind zu zahlen und dementsprechend den Preis für die PS6 festsetzen. Viertens, die Zielgruppe sind die reiche Oberklasse, für die 800 € eh nicht so viel sind, und PlayStation-Enthusiasten, die Konsole der Vollständigkeit halber kaufen. Wenn man jetzt noch in Betracht zieht, dass die Entwicklungskosten relativ niedrig sind, da alle Software-Neuerungen wahrscheinlich sowieso für die nächste Generation mitentwickelt werden, dann muss sich die Konsole ja auch nicht so krass verkaufen, damit es sich für Sony schon rein kostentechnisch lohnt.